Ja, ich habe von Gott das nötige Elixier für die Seelen erhalten. Doch um dem zu entsprechen, bräuchte ich Hilfskräfte, Schwestern und Priester. Jetzt sage ich es mal öffentlich. Jemand hat mir mal geschrieben, irgendein Diakon, und leider Gottes hat er keine Adresse, nichts angegeben, nur den Namen. Ich suche ihn, und wenn er das hört heute, dann soll er, ist er hier eingeladen, mal herzukommen, gratis Kostlogie, um das anzuschauen. Doch um dem zu entsprechen, bräuchte ich eben Hilfskräfte, Schwestern und Priester, um den Ansturm, der kommt noch viel stärker, zu bewältigen. Jetzt schon arbeiten meine Geistlichen. Bei mir gehen ja Priester, Bischöfe hinaus, bereisen Österreich, Deutschland. Das ist die Untergrundkirche, weihil sie da ja kein Weihwasser, keine Messe mehr, gar nichts mehr bekommen, Sakramente nicht mehr. Und nicht mehr einverstanden sind mit den Predigten. Und darum laufen meine Bischöfe herum. Und wie viel gibt es, wo noch gar nicht das Ehesakrament besitzen von Gott durch den Segen der Kirche? Nicht getauft sind, nicht gefirmt sind. Und sie haben in Massen zu tun draußen. Und das alles gratis. Sicher, es gibt Spenden. Aber. Und hier lade ich immer wieder ein. Ich habe nur noch drei oder vier oder drei Zimmer frei und lade immer wieder ein. Das ist gratis Kostlogie. Ja, ich gebe zu, dass es gibt auch Spenden dadurch. Aber meine Leute, mir fehlen noch Bischöfe, Priester fehlen mir. Und es fehlen mir Schwestern, Ordensschwestern. Weil bei uns, es gibt, die alle arbeiten schon am Anschlag. Auch die Nächte, Mama, arbeiten sie noch für euch. Ich kann es kaum mehr mit ansehen. Denn ich möchte mehr, dass eine Schwester auch Zeit hat für die Meditation mit ihrem Bräutigam, irgendwo mal allein im Zimmer können. Aber die schuften. Ich brauche, wer ist heute noch bereit, sein Leben Gott zu schenken? Wenn es auch kein Zahltag, aber es wird für alles gesorgt. Ich muss bauen. Denn wenn, dann kommen, dann habe ich keinen Platz. Ich habe gesagt, nur drei Zimmer. Wir müssen jetzt bauen. Jetzt bin ich 83-jährig und wir haben das mit endlich mal abzahlen können, das Ganze. Das sind alles von kleinen Leuten gekommen, dass wir das abzahlen können. Und jetzt bin ich da, schuldenfrei. Jetzt muss ich anfangen, bauen und noch einmal Schulden machen. Aber bitte, ich muss so bauen, dass es 4 bis 5 Millionen sind. Ich wage das. Weil ich nicht so heilig bin wie ein Don Bosco, aber so dumm bin. Vertrauen auf Gott. Ich fange einfach an. Aber Don Bosco, der hat einfach angefangen. Es gibt noch andere, Andreas und solche. Josef, dein. Die haben einfach angefangen, aber das geht bei uns heutzutage nicht. Ich muss der Bank vorweisen, dass ich was habe. Ich habe es nicht. Doch gebe ich weiterhin alles gratis.
in der Hoffnung, irgendwann Gott bei gewissen doch etwas herauszieht aus der Geldtasche. Oder besser von der Bank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie elend mir das ist. Ich mag einfach nicht betteln. Und ich bin aber, ich werde im Druck drin, ich kann nicht mehr anders, ich muss betteln. Ja? Dazu aber müsste ich anbauen, doch dazu fehlt mir das Geld. Ja, ich muss, ich sage auch, ein ewiges Vergelt's Gott all denen, die schon, dass ich selber mal überrascht war, wenn sie mal so plötzlich 500.000 sind. Ich brauche Millionen. Aber wir beten alle, der Orden, meine Geistlichkeit, beten für euch, danken der Gott für euch. Es ist ja nicht für mich. Ich bin ja nur der, was bin ich? Hampelmann Gottes. Nein, mehr als das. Ich kann es euch noch gar nicht sagen, wer ich, oder was ich bin. Kommt einmal aus. Aber ich muss betteln. Große Geschäfte, die Millionen haben, wenn sie mir das geben, dann läuft euer Geschäft. Sofern es Gott, das Geschäft Gott angenehm ist.